Ich könnte einen Parasaurus gebrauchen. Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Parasaurus? Der Parasaurus wird durch den K.O.-Schlag gezähmt. Da er ein sehr verspielter Dino ist, wird er lustig wegrennen und du musst ihn jagen. Das macht zwar eine Menge Spaß, aber dennoch sollte man es irgendwann zu Ende bringen. Du kleiner mieser Haufen Scheiße! Da er gerade zu Anfang im Spiel schneller ist als der Spieler, solltest du auf eine Schleuder zurückgreifen. Oder du nutzt die Bola. Die beste Methode für kleine Dinos. Einmal gebolert, können sie euch nur noch zusehen, wie ihr sie liebevoll zähmt. Oder mehr. Ein gern genommener Snack im Krummerzustand sind zum Beispiel die Meobären. Ernten, portionieren, rein in den Mund. Jetzt geben wir ihm nur noch einen passenden Namen. Der Parasaurus lässt sich, wie der Dodo, sehr einfach vermehren. Zweites Geschlecht zähmen, sich lieben lassen und das Ei erwärmen. So kalt? Dann solltest du mehr Feuerstellen aufbauen. Kuschelig. Vergiss nicht den passenden Namen. Aber Vorsicht! Wenn dein Schlüpfling auf einer Plattform ranwächst, kann es sein, dass er darin stecken bleibt. Natürlich kannst du ihm vorsichtig helfen. Liebevoll. Ein Parasaurus ist meistens der erste reitbare Begleiter. Bereits mit Level 10 kannst du einen Sattel für ihn herstellen. Schau mal, wie er sich darüber freut! Nun zu den Vorteilen. Ein Parasaurus kann einiges einstecken und hält dir die kleinsten Karnivore fern. Alpha? Und apropos einstecken, er hat gerade am Anfang eine nicht zu unterschätzende Tragkraft. Bei stärkeren Dinos ist der Wert auch deutlich höher. Außerdem ist er sehr gut darin, alle Arten von Beeren und die entsprechenden Samen zu erbeuten. Manchmal sind sogar Gemüsesamen dabei. Wie in jedem guten Spiel dürfen coole Skins nicht fehlen. Hier gibt es gleich zwei. Einen für den Sattel. Wirklich fresh. Und einen für den Dino. Wirklich fresh. Der Parasaurus hat zwei weitere Fähigkeiten. Zum einen einen furchterregenden Schrei, welcher wie ein Regentanz wirkt. Und nebenbei kleine Dinos vertreibt. Außerdem ist der Parasaurus mit einem Scanner ausgestattet. Mit dem Scan könnt ihr gefährliche Dinos orten und ihnen somit aus dem Weg gehen. Bei korrekter Anwendung sehr praktisch. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Parasaurus zähmen solltest. Für mehr Tipps gibt es hier eine Playlist. Oder lass direkt ein Abo da.